Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Mein Name ist Christoph und wir wollen uns heute angucken, wie man in Bitwig Studio einen De-Esser selber bauen kann. So, dafür habe ich natürlich hier erstmal eine Session geladen, in der wir hier hinten auch schon einen Bereich mit der Loop-Sektion ausgewählt haben, die ich quasi bearbeiten möchte. Und zwar habe ich hier ich ziehe es mal einen Ticken größer. Hier hinten quasi zwei kurze Gesang oder mehrere kurze Gesangsparts, in denen ich den Zwischenraum mit einem Delay-Effekt ein bisschen auskleiden wollte, damit das nicht so dünn klingt. Wir hören erstmal einmal rein, wie es ohne klingt, und dann zeige ich euch mal, wie es mit Delay klingt und was so die Idee dahinter war, einen De-Esser da einzusetzen. Ja, kurzer Part. Man merkt so, okay, da klingt jetzt kein anderes Instrument super durch oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir senden einfach einen gewissen Anteil von dieser Zweitstimme, dieser B-Stimme in ein Delay. Und da habe ich mir hier hinten einen Delay-Channel, einen Effects-Channel gemacht, ein Delay draufgeklatscht, Delay-Zeiten eingestellt, einen High-Cut gesetzt. Und ja, dann noch einen Equalizer, der noch ein bisschen mehr Höhen wegschneidet. Warum noch einen Equalizer danach? Warum nicht einfach den High Cut hier setzen? Nun, der Vorteil, das mit einem separaten Equalizer zu machen, ist halt einfach der, dass ich hier hinten selber bestimmen kann, wie steil soll die Flanke am Ende abfallen. Also ich kann zwischen einem 12er und einem 24er wählen. Ich könnte auch einen Bell oder einen High Chef Filter nutzen. Und die Möglichkeit habe ich hier bei dem High Cut einfach nicht, sondern da ist eine Voreinstellung getroffen und die war mir ein bisschen zu aggressiv, wenn ich da die Frequenzen doch deutlich weiter reduzieren will. Weil, und das werden wir nämlich gleich hören, die Hauptstimme hat relativ viele S- und S-Laute. Und das ist für meinen Geschmack jetzt auch nicht so störend im Hauptgesang. Allerdings empfinde ich das im Delay, was ja nur die Lücken ausfüllen soll, als ein bisschen unangenehm. Aber da hören wir mal jetzt einfach rein und dann könnt ihr euch mal selber eine Meinung machen. Frei zu sein, frei zu sein, frei zu sein. So, weil wer genauer hingehört hat, dem wird jetzt schon aufgefallen sein, dass das Eigentliche, was gesungen wird, der eigentliche Gesang gar nicht so durchkommt, sondern man hört sehr stark dieses Z von dem Zu als Delay. Und das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So, und deswegen, ich aktiviere hier hinten einfach nochmal den Equalizer und dann hören wir es uns nochmal an und dann werdet ihr feststellen, es ist schon ein kleines Tickchen besser, aber halt noch nicht so, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Frei zu sein, frei zu sein, frei zu sein. Oh, frei. So, und natürlich hättet ihr jetzt recht, wenn ihr sagen würdet, hey, dann schiebt den High Cut doch einfach noch ein bisschen höher und fertig ist. Könnte ich machen, allerdings gehen mir dann ja auch wieder Anteile der Stimme verloren, die ich ja eigentlich behalten möchte. Also habe ich mir gedacht, ich nehme einfach einen De-Esser und ja, probiere damit einfach rum. Und ihr seht schon, auch hier habe ich mir nur einen 12er Highpass und keinen 24er genommen. Habe den Amount einfach bei 100 stehen gelassen und wir hören uns mal an, wie das dann klingt. Frei zu sein, frei zu sein, frei zu sein. Oh, frei. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen runtergehen, so auf 4,9. Frei zu sein. Drücken hier das S, dann sehen wir halt auch immer, was
am Ende tatsächlich reduziert wird. Das taucht dann mal kurz auf. Wenn ich das auf 200% schraube, dann sieht man, da wird, werden immer 10 dB ungefähr, werden immer 10 dB circa reduziert an diesen Lauten. Und das klingt jetzt schon nicht schlecht. Allerdings kann ich natürlich bei diesem DSR immer nur eine Frequenz zähmen. Und natürlich, ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich lade mir einen Effects Layer und packe den DSR da rein. Und dann dupliziere ich den DSR einfach und dann wähle ich mir die nächste Frequenz. Das kann ich machen, allerdings finde ich das nicht besonders smart. Also einfach von der Handhabung, immer mit dem Effects Layer. Der ist cool, wenn man da irgendwie Sachen hat, wo man einmal ran muss und dann hat man sie eingestellt und gut ist. Das heißt, so New York Compression Style, irgendwie sowas könnte man das sich vorstellen. Aber richtig handy ist es eigentlich nicht. Und das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich überlege mir was anderes. Und ihr seht hier hinter schon, ich habe hier einen Equalizer, mir quasi DSer benannt. Und man sieht auch, hey, ich habe da zwei Bänder aktiv, mit denen ich arbeite. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich aus dem Equalizer einen DSer gemacht habe. Und die einen oder anderen von euch werden es vermutlich schon ziemlich fast erraten haben. Und zwar könnte man sagen, okay, ich habe einfach einen Multiband-Kompressor genommen. Und natürlich, ein Multiband-Kompressor funktioniert auch relativ gut dafür. Allerdings habe ich dann ja immer noch die Problematik, ich müsste meinem Kompressor dann noch sagen, okay, hier hör bitte nur auf eine spezifische Frequenz. Denn ich möchte ja nicht das komplette Band tot komprimieren, was ich hier einstelle, sondern möchte da auch ja wieder nur bestimmte Frequenzen als Trigger für meinen DSer haben. So wie das in dem ersten Beispiel hier vorne bei dem DSer ja auch ist. Der komprimiert ja nicht alle Frequenzen, sondern nur in diesem Fall 4,91 kHz und nicht alles, was da drüber oder da drunter ist. Und glücklicherweise gibt es da die Möglichkeit, dass Bitwig da, ihr seht das hier schon und die, die schon länger mit Bitwig arbeiten, erkennen dieses Teil auch, einen Audio-Sidechain hat. Und zwar klickt man dafür halt hier einfach auf so ein Pluszeichen und dann taucht das an fünfter Stelle von oben in der Standardeinstellung auf. Audio-Sidechain, den kann ich mir dann laden und dann seht ihr, der sieht hier auch schon genauso aus. Und dann sieht er erstmal so aus. Und hier sieht man dann auch, okay, ja, das hat ist tatsächlich ein Kompressormodul, was die da eingebaut haben. Ich habe meine Attack- und Release-Zeiten. Ich habe leider keine Schwellwertregler. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, ab wann reagiert er oder wann reagiert er nicht. Das kann ich hier so erstmal nicht einstellen. Dann haben wir die klassischen Parameter von Peak und RMS. Wir haben einen eingebauten High-Cut- und Low-Cut-Filter. Und wir haben hier für unseren Fall tatsächlich sehr wichtig unseren Sidechain-Eingang. Und natürlich noch einen Gain-Regler hier am Ende. So. Und ich switche jetzt einfach mal auf den hier oben. So, und da sieht man auch schon, ich habe die Attack-Zeit mit 4,7 Millisekunden jetzt relativ kurz ausgewählt, nicht zu kurz. Und die Release-Zeiten relativ lang mit 20,5 Millisekunden. Das funktioniert in diesem Song, weil der halt sehr entspannt läuft und die Vocals halt an dieser Stelle tatsächlich auch viel Zeit haben, funktioniert das mit den Settings relativ gut. Ich habe damit ein bisschen rumgespielt. Ich fand das für diesen Stil tatsächlich am besten. Und wer schon genau aufgepasst hat, der hat schon gesehen, dass diese rote Linie, die war in dem hier unten, ist die noch hier ganz links. Die hat sich hier verschoben und zwar auf so knappe 9,32 Kilohertz. Und die andere schneidet oben bei rund 20 Kilohertz, dann macht die
dicht, sodass ich hier einen relativ schmalen Korridor habe. Und das ist auch wichtig, denn ich möchte gerne, dass diese Kompressoreinstellung nur für Signale, die sich in diesem Korridor bewegen, aktiv werden. Das heißt, der Kompressor soll nur reagieren in einem Frequenzbereich von 9,3 bis 20 kHz. Und das habe ich ihm hiermit quasi eingestellt. Und was ich natürlich noch machen muss, damit der in sich funktioniert oder gut funktioniert, ist mein Sidechain-Signal auswählen. Das habe ich hier auch gemacht. Ich habe quasi, wenn wir hier hinten das Delay mal kurz ausschalten, dann habe ich einfach, bin ich hier auf meinen Effektkanal gegangen und dann wird hier hinten mir auch nur der De-esser Out, also der Ausgang von meinem Equalizer angezeigt, den wähle ich mir dann aus. Und somit habe ich quasi in sich einen Loop geschlossen. Also der De-esser bekommt sein Signal aus sich selbst quasi, weil das Eingangssignal, das würde sonst einfach durch den Equalizer durchrauschen. Und ich würde dann aber quasi ohne diese Zurückschleife hier über den Sidechain-Eingang nicht die Möglichkeit haben, ihm zu sagen, hier reagiere, Kompressor, reagiere bitte nur auf dieses bestimmte Frequenzband. Und das habe ich damit quasi gelöst. So, das dazu. Wem es von euch vielleicht schon aufgefallen ist, wir haben hier oben noch einen Regler, der bis zum Anschlag aufgedreht ist. Das ist der Gain. Und der sorgt dafür, dass das Signal, was in den Kompressor als Sidechain reinkommt, erhöht wird. Weil, wie ich ja eingangs schon angemerkt habe, wir haben keine Möglichkeit, hier einen Schwellwert in dem Kompressor, in dem Modulator selber einzustellen. Und weil in den meisten Fällen, gerade wie hier, wir senden ja nur einen geringfügigen Anteil des Originalsignals in unseren Effektkanal hier hinten. Und weil das ein bisschen zu gering ist, natürlich könnte ich den hochdrehen, aber das möchte ich nicht, weil ich damit ja die Gesamtlautstärke des Effekts auch verstärken würde, musste ich quasi hier den Umweg gehen und sagen, okay, ich habe hier eine Möglichkeit, das eingehende Signal für den Kompressor zu erhöhen, damit er darauf reagieren kann, ohne dass ich den eigentlichen Delay-Effekt lauter mache. Das war der wichtige Punkt. Und dafür ist dieser Gain-Regler. So, und das Ganze habe ich einmal für hier das Band Nummer 5 gemacht und hier unten habe ich das natürlich auch für mein Band 4 gemacht. Und ich habe die mir auch entsprechend hier benannt. Also das hier heißt jetzt einfach below 9K und das andere heißt above 9K. Hier noch mal ein bisschen spezifischer. Das eine heißt above 9K und das andere 6 bis 9. Weil so in diesem Preset, wo ich das nutze, 6 bis 9 tatsächlich relativ gut funktionieren. In diesem spezifischen Beispiel tatsächlich die eine Frequenz ein bisschen unter 6 Kilohertz liegt. Nun, diese Parameter sind alle eingerichtet und dass die tatsächlich auch funktionieren, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir hören uns einfach nur mal das Delay-Signal quasi an, was ins Delay geht. Und das ist relativ gering. Das merkt man ja auch und man hört es. Und wenn ich jetzt hier hinten diesen Regler runterdrehe, dann werdet ihr feststellen, dass das eingehende Signal hier durch diese Waveform repräsentiert auch absinkt. Und infolgedessen hier hinten meine Reduktion auch ein bisschen abnimmt. So. Wenn ich das nämlich auf 0 stehen lasse, dann könnt ihr nämlich sehen, dass hier nichts passiert.
Also da findet keine Reduktion der S-Laute statt, was ich ja eigentlich möchte. Und demnach muss ich quasi das Signal anheben, damit er überhaupt arbeiten kann. Weil wenn ich das jetzt wieder hochdrehe, hier volle Lotte, dann sieht man das hier hinten immer, dass er das da schön reduziert. Basierend natürlich auch auf der Amplitudenstärke des eingehenden Signals. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. So, und damit ich nicht immer in diese ganzen Untermenüs hier rein muss, von dem Audio Sidechain Modulator, habe ich mir natürlich die wichtigsten Parameter hier einfach per Remote verknüpft. Und deswegen habt ihr ja auch schon gesehen, hier verschiedene Pages, also Seiten für meinen eigentlichen Equalizer, in dem heutigen Fall meinem zukünftigen De-Esser, erstellt. Und da habe ich mir den Gain hier hinten, den habe ich mir als Threshold quasi deklariert, weil ich damit meinem Kompressor die Möglichkeit gebe, ein in Anführungszeichen Schwellwertregler zu haben. Deswegen heißt er bei mir so. Dann der Range, der ist verknüpft mit meinem Gain von dem eigentlichen Frequenzband. Denn manchmal habe ich Input-Signale, die sind mir trotz maximaler Reduktion, denn ich habe hier nur plus 30, plus 60 Dezibel Gain, die ich mit meinem Threshold quasi maximal ausreizen kann. Und falls das nicht genug sein sollte, dann habe ich halt hier die Möglichkeit, über meinen Gain-Regler vom Band, den ich mir hier als Range markiert habe oder benannt habe, das Band zusätzlich abzusenken oder halt anzuheben. Und man sieht das auch, dass das wunderbar passiert. Ja, damit funktioniert es eigentlich echt super. Dann habe ich noch meine High-Cut und Low-Cut Regler aus dem Modulator, aus meinem Sidechain-Modulator. Die habe ich mir hier auch noch verlinkt, dass ich das halt einfach hier von hier aus steuern kann. Und dann habe ich noch meinen Q-Wert, der hier als Width, als Breite quasi dargestellt wird, von meinem Frequenzband hier hinten verlinkt. Und das sieht man auch, dass sich das da hinten verändert, sodass ich steuern kann, wie breit der Bereich sein soll, an dem oder was auch immer für Laute reduziert werden sollen. Und dann habe ich nochmal die Möglichkeit gesetzt zu sagen, okay, ich kann hier meine Kompressor-Triggerfrequenz quasi basierend auf der, kann ich aber trotzdem auch noch eine andere Frequenz im eigentlichen Signal reduzieren. Also die Möglichkeit einfach gegeben, damit man da, wenn sich das ein bisschen verschiebt und das jetzt nicht genau 10 Kilohertz oder was auch immer sind, dass ich da einfach da noch mal ein bisschen nachjustieren kann. So. Und das Gleiche habe ich natürlich dann auch hier für mein zweites, für mein viertes Band gemacht. Das heißt in diesem Fall 6 bis 9K. Und meint halt, dass das Frequenzband von 9 bis 6K, wo ich das meistens verwende, hier in diesem Beispiel habe ich es mal deutlich niedriger mit 4,9 kHz eingesetzt. Aber die Funktion und die von dem Audio Sidechain Modulator, die sind tatsächlich da gleich geblieben. Und ja. Die Grundprinzipien haben sich da tatsächlich nicht verändert, sondern es sind die fast identischen Attack- und Release-Zeiten. Mein Low-Cut- und High-Cut-Band hat sich, das passe ich natürlich entsprechend ein bisschen an, weil ich hier als Eingangsbereich dann den Bereich von 4,7 bis 8,6 Kilohertz irgendwie ein bisschen bearbeiten möchte, weil da auch manchmal diese Z-Laute halt noch auftauchen und nicht nur im ganz oberen Bereich natürlich, dass ich die da einfach drüber steuern kann. So, und so habe ich mir dann quasi einen De-Esser gebaut,
der zwei Bänder hat. Ich könnte natürlich auch einen 5-Band-DSer bauen. Man muss natürlich sagen, okay, ein DSer mit 5 Bänden könnte man machen, aber das ist dann eigentlich eher just for fun. Denn man muss ehrlicherweise sagen, so viele braucht man doch in den meisten Fällen nicht. Denn gegen Rumpeln natürlich könnte man gegen tieffrequente Sachen da auch einen De-Esser quasi einsetzen, um da kurzzeitig irgendwas zu unterdrücken. Für Rumpeln würde man dann aber lieber doch einen Low-Cut verwenden. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich diesen De-Esser auch schon mal an einer Gitarre eingesetzt, wo tatsächlich bestimmte Noten manchmal einfach nur super krass herausgestochen sind in bestimmten Parts und dann habe ich quasi meine Frequenz hier bis nach da unten irgendwo 70 Hertz geschoben, meine Reaktionsfrequenzen für den oder meine Auslösefrequenzen für den Kompressor halt entsprechend angepasst und gut ist. Und dann kriegt man da einen guten Sound, weil der Kompressor halt immer nur dann reagiert, wenn diese spezifischen Sounds oder diese spezifischen Töne, Frequenzen, den Kompressor auslösen. Und ansonsten lassen sie das Signal halt unangetastet. Und das resultiert dann halt in einem sehr natürlichen Klangbild. So, genug der Schwätzerei, würde ich sagen. Ich schalte hier hinten mal wieder das Delay an. Und dann hören wir uns einfach mal den Vergleich zwischen meinem selbstgebauten De-Esser und dem Standard-De-Esser von Bitwig an. Und ja, ihr könnt dann selbst entscheiden, was euch besser gefällt. Wir starten mal erst mit dem Bitwig-De-Esser. So, und das natürlich im Kontext vom Mix. Also was mir persönlich auffällt, ist halt, dass bei dem ersten, also bei dem Bitwig-eigenen De-Esser, diese zu sein, diese helleren Laute, die nicht s, f und so sind, dass die halt ein bisschen stärker unterdrückt werden. Und bei dem selbstgebauten De-Esser, das tatsächlich irgendwie klarer für mich bleibt. Und mir dieses Ergebnis am Ende einfach besser gefällt. Das soll es an dieser Stelle mit diesem Tutorial gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, so einen De-Esser tatsächlich mal selber auszuprobieren und nachzubauen. Oder euch inspirieren, vielleicht neue Sachen in Bitwig auszuprobieren, zu sagen, es gibt da so ein Standard-Plugin, das könnte man doch irgendwie noch erweitern. Ich habe da schon von diversen Sachen gelesen mit einem Timeshift-Effekt in einem Sidechain-Kanal zum Beispiel von einem Kompressor zu arbeiten, um da irgendwelche coolen Effekte und so weiter zu erreichen. Da gibt es tatsächlich eine Menge Möglichkeiten. Vielleicht ist es ja tatsächlich das, was euch nach diesem Video in den Kopf gekommen ist. Vielleicht sagt ihr aber auch, hey, das ist eine echt coole Idee. Nicht nur ein billiges Workaround, sondern tatsächlich irgendwie ein neues, cooles Tool zu schaffen in Bitwig, mit dem ich dann regelmäßig arbeiten möchte,
Vielleicht baut ihr auch noch einen cooleren De-Esser, als ich den hier gebaut habe. Ich könnte mir da vorstellen, dass man mit dem Grid, mit dem FX-Modul da tatsächlich auch noch neue, richtig abgespacede, coole Wa Sachen machen kann. Ich muss allerdings sagen, so weit bin ich an der Stelle nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da und abonniert den Kanal. Wenn ihr Fragen zu diesem Tutorial oder zu anderen Tutorials habt, dann schreibt die natürlich auch unten in die Kommentare. Und wenn ihr selber irgendwie eine Idee habt, wo ihr sagt, ich wüsste nicht genau, wie ich es angehen würde, dann könnt ihr die natürlich auch unten in die Kommentare klatschen und sagen, hier, versucht doch mal das und das zu bauen. Ich werde dann mal gucken, ob ich das hinkriege. Und verabschiede mich damit für heute und macht's gut.